Allianssiryhmän nimissä. 2,5 minuuttia, olkaa hyvä, Rebecca Harms. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kommissar, am 8.11., also vor genau 3 Wochen, war der kalifornische Gouverneur Jerry Brown in diesem Haus zu Gast und er bekam von vielen unserer Kollegen sehr viel Beifall für seine aktive Klimapolitik in Kalifornien und für seine diplomatische Arbeit global, mit der er versucht, die Schäden von Präsident Trump in der internationalen Klimapolitik einigermaßen zu begrenzen. Am meisten Beifall bekam Jerry Brown aber für seine Selbstkritik. Als er gefragt wurde, ob er denn schon zufrieden sei mit dem, was er in Kalifornien hinkriegt oder was er global beobachtet an aktiver Klimaschutzpolitik, hat Jerry Brown gesagt, um es ehrlich zu sagen, we are not on track. Wir sind auf keinem guten Weg. Und ich erwarte eigentlich von der Europäischen Kommission, gerade auch nach der Klimakonferenz in Bonn, genauso viel Ehrlichkeit. Es klingt ja gut, wenn die Kommission immer wieder vertritt, Herr Caniete, dass wir auf einem allerbesten Weg sind, unsere Klimaziele zu erreichen. Wenn Sie das an den Zielen messen, die Sie sich selber europäisch gesteckt haben für die Energiewende, dann sind Sie ja vielleicht auf einem guten Weg. Wenn Sie aber zum Maßstab die Vereinbarungen von Paris machen, dann sind wir überhaupt nicht auf einem guten Weg, weil die Ziele, die wir da gesteckt haben und auf die wir hinarbeiten, die bedeuten, dass bis 2050 eine komplette Dekarbonisierung stattfinden muss. Wenn man von den Klimabudgets ausgeht, CO2-Budgets ausgeht, die uns bleiben, dann müssten wir, wenn Sie so wirtschaften im Energiebereich, wie Sie das jetzt vorhaben, nach 2030 bis 2040 in 10 Jahren komplett dekarbonisieren. Und die Zumutungen, die wir uns heute nicht wagen, wo wir sogar zum Teil noch zurückgehen hinter das, was wir können, die wollen Sie einfach dann auf das nächste Jahrzehnt schieben. Das halte ich für keine gute Idee. Ich wünsche mir Ehrlichkeit in der Bilanz, was die Klimaziele angeht. Und ich wünsche mir größeres Denken, weil ich seit langem davon überzeugt bin, dass die Europäische Union ein Innovationsprojekt braucht und auch hat. Die Klimaunion, so ähnlich wie die Sicherheitsunion, die wir jetzt ja ziemlich schnell geregelt haben, diese Klimaunion, die ist das Innovationsprojekt für die Europäische Union und die Zukunftsfähigkeit unserer Industrie, die verteidigen wir nicht, wenn wir bei Erneuerbaren oder Effizienz bremsen. Ich danke, ich habe 5 Sekunden überzogen. Entschuldigung.